Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Vor zwei Wochen habe ich hier gefordert, die Jugend in ihren Bedürfnissen und Anliegen ernst zu nehmen. Und deshalb möchte ich heute mit meiner Freude darüber beginnen, dass sich die Familienpolitiker der Koalition gestern verständigt haben, die Selbstbeteiligung von jungen Menschen in Heimen und Pflegefamilien auf 25% ihrer Einkommen herabsetzen zu wollen. Meine Damen und Herren, diese jungen Menschen können dann, wenn der Bundesrat zustimmt, 3/4 ihres Einkommens behalten und das machen, was andere Gleichaltrige auch tun, selbstständig werden. Das ist ein Erfolg, weil wir allen Beteiligten zugehört haben, und dies war der Unionsfraktion ein großes Anliegen. Damit sind wir schon mittendrin im Thema Kinder- und Jugendbeteiligung, zu dem Sie, liebe Grüne, mehrere Anträge vorgelegt haben. Beginnen wir mit der Gemeinsamkeit. Wir von der Union wollen die altersgerechte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken, vor allem an Entscheidungen, die sie betreffen, in der Schule, im Verein, in der Gemeinde, vor Ort. Dafür gibt es bereits etliche Möglichkeiten, manche werden auch genutzt. Davon hätten wir gerne mehr, denn so wird aktives Interesse an den allgemeinen Dingen ermutigt und gefördert, und das tut jedem, auch unserem Gemeinwesen, Gut und Not. In Ihrem Antrag zur Beteiligung aber, liebe Grüne, steht noch einiges mehr. Da heißt es etwa, ich zitiere, wer spürt, dass Dinge durch eigenes Engagement verändert werden können, lernt Demokratie und kann die eigene Umwelt aktiv mitgestalten. Ich glaube, Sie hatten es eben auch zitiert. Das klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. Demokratie heißt, Lösungen zu finden, die möglichst vielen etwas bringen und deshalb überzeugen. Das ist der Kern des demokratischen Prozesses, den Kinder und Jugendliche erproben und akzeptieren sollen. Und das ist viel mehr, als sich durchzusetzen. Es bedeutet, andere Argumente mit Respekt aufzunehmen, zu verhandeln und auch mal um des Kompromisses willen nachzugeben. Und das ist echte, belastbare Demokratie, wie wir sie wollen und mehr denn je auch brauchen. Deshalb muss Kinder- und Jugendbeteiligung klug ausgestaltet sein. Das heißt nicht nur altersgerecht, sondern auch breit angelegt, damit diese Erfahrungen möglich werden. Und Ihre Anträge verlassen diesen Pfad leider schnell, insbesondere mit Blick auf das Wahlalter, das Sie für den Bundestag und das Europaparlament auf 16 Jahre senken wollen. Wir wollen das nicht. Denn Kinder und Jugendliche sind Heranwachsende. Und sie haben ebenso wie das Recht, ernst genommen zu werden, auch ein Recht auf die Chance zur Erprobung. Und meine Damen und Herren, die Parlamente müssen um Entscheidungen ringen, durch die das Leben Tausender oder Millionen Menschen beeinflusst wird, ob wir uns an Sicherheitsmissionen von EU, NATO oder UN beteiligen, welche Regeln für die Organspende gelten sollen, wann und wie wir aus der Kohle aussteigen und vieles mehr. Und wir sagen als Union, Mitbestimmungsrechte müssen von der Verantwortungsfähigkeit der Mitentscheider abhängen. Und in diese Verantwortung müssen Kinder und Jugendliche hineinwachsen dürfen. Erst wer für sich im Wesentlichen gerade steht, mit der Volljährigkeit nämlich ist es für die meisten der Fall, dem kann erlaubt und dem muss auch abverlangt werden, für alle anderen mitzuentscheiden. Die Chance zur Erprobung legt aber noch etwas anderes nahe. Meine Damen und Herren, in meiner Wahlheimat Frankfurt gibt es trotz Paulskirche kein Jugendparlament, in dem Jugendliche selbst ihre Themen setzen, miteinander streiten, Kompromisse finden und Beschlüsse fassen. Ich halte ein für von 14- bis 18-Jährigen direkt gewähltes Jugendparlament, versehen mit Anhörungs- und Antragsrechten und verzahnt mit dem Gemeindeparlament, für den richtigen Rahmen, um unsere parlamentarische Demokratie zu erproben und so auch mitzugestalten, aber ohne Überforderung. Und ich habe es deshalb für Frankfurt vorgeschlagen und würde mir wünschen, dass es bundesweit Standard wäre. Und noch ein Punkt zum Schluss. In Ihrem Antrag, dem Beteiligungsantrag, zählen Sie ein weites Spektrum von Jugendbeteiligung auf, für die Sie jede Menge institutioneller Voraussetzungen auch einfordern. Beteiligungsstrukturen, Fachkonzepte, Fachkräfteschulung, Service Learning und vieles mehr. Bis hin zum Verbandsklagerecht oder zur werteorientierten Ganztagsschule, was immer Sie darunter verstehen. Nach meinem Dafürhalten schießen Sie damit übers Ziel hinaus, denn etliche notwendige Voraussetzungen bestehen bereits. Es braucht schlicht mehr Aufmerksamkeit und Entschlossenheit, zum Beispiel Schülermitverwaltung auch wirklich zu praktizieren. Vor allem aber, letzter Punkt, ist die unmittelbare Beteiligung von jungen Menschen zu stärken, die unmittelbare. Die bestehenden Verbandsstrukturen sind nicht alle überflüssig, auch nicht überflüssig, aber dürfen auch kein bevormundetes Korsett sein oder den Jugendlichen die Richtung vorgeben. Wir sollten Jugendlichen häufiger selbst etwas zutrauen, sie auch befragen, ihnen Spielräume zur Gestaltung lassen oder wiedergeben. Demokratie braucht Mut zur Freiheit, dessen Geist, diesen Geist vermisse ich ein wenig in Ihrem Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wiesmann.
Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Johannes Huber.